Hi, das hier sind Champignon-Crostini und wie man die macht, das seht ihr in der neuen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unsere Champignon-Crostini brauchen werden. Los geht es natürlich mit frischen Champignons. Dann habe ich hier einen Kräuterfrischkäse, frische Frühlingszwiebeln, Knoblauch, ein Ei. Dann habe ich hier Gruyère-Käse, der ist also schön würzig. Dann ja, natürlich ein Baguette. Dann habe ich hier ein Butterflöckchen, Salz, Kurkuma, Paprika rosenscharf und Königspfeffer. Das sind die Zutaten, die wir brauchen. Und jetzt geht es erstmal los, dass die Frühlingszwiebeln und die Pilze klein geschnitten werden und zusammen mit der Butter in einer schön vorgeheizten Gusspfanne angeröstet werden. Und das bereite ich jetzt mal vor. So, Champignons und Frühlingszwiebeln habe ich jetzt klein geschnitten. Das sieht jetzt erstmal nach viel aus, aber wer schon mal Pilze in der Pfanne gemacht hat, weiß, da bleibt nicht viel von übrig. Jetzt geht es rüber an den Grill. So, die gusseiserne Pfanne ist ordentlich vorgeheizt. Und jetzt habe ich hier knapp 30 Gramm Butter. Und da kommen jetzt die Pilze rein. Während die Pilze jetzt gerade anbraten, würze ich sie schon mal ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Also hier den frisch verstoßenen Königspfeffer. So, die Champignons habe ich jetzt in eine Form umgefüllt. Da dürfen sie jetzt abkühlen, und zwar vollständig. Und dann machen wir am Tisch weiter. So, weiter geht es jetzt mit den Sachen, die wir noch für unsere Champignon-Crostini brauchen. Als erstes habe ich hier zwei Knoblauchzehen. Die werde ich jetzt fein hacken, und zwar so fein wie möglich. So, der Knoblauch ist jetzt fein gehackt. Jetzt habe ich hier den Gruyère-Käse. Davon brauche ich knapp 200 Gramm. Also das ist ein gutes Stück von dem Gruyère-Käse. Das sind also jetzt knapp 200 Gramm. Dann nehmt ihr euch eine grobe Reibe und reibt euch den kleinen. So, jetzt haben wir also hier den kleinen Knoblauch und hier den Gruyère-Käse. Als nächstes braucht ihr ein Ei und zwei Schüsseln. Zwei Schüsseln deswegen, weil ich in die große Schüssel möchte ich gerne das Eiweiß auffangen. Und hier kommt das Eigelb rein. In das Eiweiß kommt dann noch ein klein bisschen Salz mit rein. Und dann Schneebesen und dann Steifschlagen. So, jetzt haben wir also die ganzen Vorbereitungen abgeschlossen. Hier ist das Eiweiß. Den Überkopftest möchte ich jetzt nicht machen. Das ist einfach so okay für mich. Dann sind hier die inzwischen abgetrockneten Pilze. Und jetzt geht es los, dass die Pilze gewürzt werden. Und zwar habe ich jetzt hier Paprika rosenscharf. Davon kommt ein Teelöffel an die Pilze. Dann kommt ein halber Teelöffel von dem Kurkuma. Das Ganze rührt ihr dann gut durch. Dann kommen zwei Esslöffel von dem Kräuterfrischkäse. Die müsst ihr jetzt gut unterheben. Als nächstes kommt das Eigelb. Und dann kommt der Gruyère und der Knoblauch damit ran. Das Ganze jetzt wieder gut durchmischen. Und ganz zum Schluss hebt ihr noch das Eiweiß unter. Hier ist also jetzt die fertige Pilzmasse. Hier ist das Baguettebrot. Und davon schneidet ihr dann gute 2 cm dicke Scheiben runter.
So, wenn ihr das Baguette dann also vorbereitet habt, nehmt ihr euch eine Scheibe von dem Baguette. Auf die Scheibe kommt dann von der Pilzkäsemasse drauf. Es sollte also nicht zu viel sein, mehr als das hier braucht es nicht. Und jetzt bereite ich die anderen mal vor und dann lege ich die Dinger auf den Grill. So schaut das Ganze fertig vorbereitet aus. Das sind jetzt also 14 Scheiben geworden und jetzt geht's rüber an den Grill. So, der Grill ist also für indirekte Hitze vorbereitet. Und jetzt kommen unsere Crostini schön mittig, also indirekt auf den Grill. Und jetzt für eine Viertelstunde bei 180 Grad indirekt grillen. Und dann bin ich mal gespannt, was draus geworden ist. So, 20 Minuten später sieht das Ganze dann so aus. Der Käse ist herrlich geschmolzen und jetzt ist es Zeit zum Probieren. So, da sind sie, unsere fertigen Crostini. Und jetzt wird es mal Zeit, in eins reinzubeißen. Ich schnapp mir einfach mal so eins und halte euch das mal gerade hin. Schaut mal hier. Unten leicht angebräunt, also nicht verbrannt. Und ja, probieren wir mal. Könnt ihr sehen, wie der Käse läuft? Sau lecker. Richtig, richtig gut. Die solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.